Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 auf der Slovak Village. Ja, wir sind hier nach wie vor am Hafen ansehen auf unserem letzten eigenen Feld. Da haben wir jetzt noch, ich glaube, drei Bahnen, die wir machen müssen. Die ziehen wir auch mal schnell selbst durch, fahren da mit GPS, da geht das ja relativ einfach. Ja, parallel dazu selbstverständlich zwei Dresch-Missionen, die immer noch am Laufen sind. Einmal Hafer, einmal Weizen. Da werden auch gerade beide Drescher abgetankt. Ja, und dann müssen wir irgendwie zwischendurch mal gucken, dass wir die Drescher tanken. Das muss unbedingt auf dem Weg, auf dem Zettel stehen für heute. Das heißt, wenn wir jetzt diese das Feld hier fertig haben, tun wir dann nach und nach jeweils einen Drescher kurz zur Tanke fahren und dann kann der weiterarbeiten. Beziehungsweise wir können, wenn wir hier diese Bahn fertig haben und gewendet haben, dann hauen wir einfach den Helfer rein. Und dann können wir uns direkt um die Ding kümmern. Um die Drescher. So heißen die Fahrzeuge. Das heißt, wir lassen oder ziehen den gleich noch gerade mit GPS und dann, wie gesagt, Helfer rein. Dann tanken wir mal Drescher voll. So, ups. Ja, krumm. So, Helfer rein. So, der muss eh gerade entladen werden. Kommt da der Abfahrer? Ja, komm ran. So, dann. Koppeln wir nämlich einfach mal das Ding hier kurz ab. Und irgendwo da vorne auf der Hauptstraße müsste es ja die Tankstelle geben. Ich meine, das. Oh, lässt er uns jetzt hier durch? Ja, Gott. Dass das sogar da vorne das schräg rechts die Tanke sein müsste. Ja, es ist wirklich nicht mehr sehr viel Sprit drin. Ja, hier wäre ja der Schafshof noch, aber Schafe habe ich im Moment ehrlich gesagt keine Lust zu. Weil wenn, brauchen wir ja Tiere, die Mist machen. So, guck mal, da fließt Diesel rein. So, komm, mach voll. So, 528 Euro Diesel. Boah. So, das heißt, der geht wieder aufs Feld zurück, bekommt das Schneidwerk wieder dran und ja, dann muss der weitermachen und dann geht es mit dem zweiten zum Tanken. Dö, dö, dö.
Ja, dann werden hier wieder schön die Strohballen gepresst, die großen Quaderballen. Und alles wieder investiert in Tiere, was da rauskommt. So, ups, das war nicht so gut, nicht so weit da rein. So, naheliegendster Punkt, ja. Weiter geht's. So, ja, du kannst eigentlich noch bis nach. Ah, ne, komm. Ich wollte gerade sagen, du kannst noch bis nach vorne machen, aber wir schnappen uns den mal schnell und tanken da auch. Helfer I hat die Arbeit erfolgreich beendet. Das müsste ja die Seemaschine sein. Müssen wir uns gleich mal angucken, ob er das auch wirklich gut gemacht hat. Aber ich gehe eigentlich mal davon aus, dass das geklappt haben dürfte. Haben wir jetzt nicht so gut genommen. So, tanken bitte. Einmal voll. So. Das waren 533 Euro, das heißt 5 Euro mehr. Wir können aber jetzt hier mal, wir wissen ja, dass das ziemlich Performance schluckt. Wir blenden den Curseplay-Kurs mal aus. So, dann zurück. Dann, wie gesagt, dann gucken wir uns gleich die Seemaschine an. Und wenn der gut ist und fertig ist, bekommt der Belarus die Presse dran. Und dann geht es auf die 5. Und dann kann der Ballen pressen, so viel wie er nur möchte. So, Belarus. Das sieht gut aus. Das heißt, dann kann die Seemaschine einmal auch wieder weggeparkt werden. Und wenn man guckt, wir haben jetzt knapp über 3000 Liter Saatgut für alle drei Felder gebraucht. Das ist schon ein sehr guter und ja, nicht zu hoher Verbrauch an Saatgut, würde ich sagen. Das passt ganz gut. So, dann stellen wir die hier kurz ab. Hier, aua, haben wir unsere schöne Fortschrittpresse. Na, komm, ankuppeln. So, die ist auf 20.000 eingestellt. Wir setzen mal den Ballenzähler für heute zurück. So, dann brauchen wir Feld 5 Drescherkurs. Ja, und dann kann der loslegen hier und hinter dem Drescher her eiern erstmal.
Weil der Drescher hat doch einen gewissen Vorsprung inzwischen. Also ja. Gucken wir mal, wie das so läuft. So. Go. Ja, genau. Hier können wir weitermachen. Ne, Gemüse und Birnen. Dann machen wir mal Birnenverkauf. Aber auch da müssen wir na klar wieder gucken, wo geht's denn hin? Zur Transportfirma hoch. Okay. Mal gucken, wie fahre ich denn da am besten? Irgendwie müssen wir vor auf die Hauptstraße. Nützt nichts. Hätte man jetzt hier hinten komplett hochfahren können, auch über den Fluss, hätten wir das von der Seite gemacht, aber wenn das nicht geht, dann geht's nicht. Ganz einfach. Dann fahren wir halt so. Und da ja alles andere am Laufen ist, können wir das jetzt auch ganz gemütlich selbst hochbringen und müssen da nicht wieder die Automatisierung laufen lassen. Ist ja auch mal ganz schön. Einmal so mit Highspeed hier über die Karte flügen. Komm, gib Gas, Junge. Ja, spätestens wenn es jetzt den Berg runter geht, müssten wir eigentlich genügend Speed drauf bekommen. Ja, guck mal. Und wenn wir die oben abgegeben haben, werden wir dann mal zum Steinbruch noch mal kurz gucken. Wie weit das Förderband da gearbeitet hat, das haben wir ja gestern noch wieder oben hingestellt. So, guck mal, jetzt sind wir schon hier bei der Brücke. Das heißt, wir sind im Grunde schon da. So, wir machen mal die schon mal aus dem Autoload raus. Dann gucken wir mal, wenn wir da einfach drüber fahren, ob die direkt weggenommen werden einfach. Ja, wenn wir hier nicht hängen bleiben. So, zack, zack, zack. Na, was ist mit euch zwei da hinten? Na komm mal, das war immerhin fast ein Tausender pro Palette. Das ist doch schon mal besser. So, Kollege, du fährst zurück. So. Ja, hier war ja relativ voll. Ich weiß gar nicht, wie viel passt denn da rein? Ja gut, 65%, also ein bisschen Platz hätten wir noch. Der ist hier fertig. Dann schieben wir den doch auf den nächsten
Hügel hier. Das läuft auch. So, hier haben wir 77%, der hat 44. Ja, wie viele Ballen hat der schon gemacht? Noch gar keinen. Na gut, er hat noch keinen rausgeschmissen. Okay. Das ist gut. Lass uns mal hier. Ja, unsere Felder sehen gut aus. Düngung müssen wir müssen alles jetzt noch einmal düngen, auf jeden Fall. Aber wir, genau, ich weiß, was wir machen müssen. Wir brauchen den da, und zwar am Hof. Wir müssen Mist und Dünger schaufeln. Da brauchen wir das tolle Gerätchen hier. So, und der geht ja irgendwie da oben raus und der kommt dann irgendwann am Hof an. Aber wir können auch mal so nebenbei mal hier wieder reingucken. Also hier läuft noch alles. Wie sieht es generell bei den Tieren aus? Jo, Wasser und Stroh müssten wir mal nachfüllen. Ja, Mischration wird aufgefüllt, aber wir können doch, genau, Stroh auch mit dem Kollegen hier machen. Dann jagen wir mit dem mal ganz kurz zurück. Der kann auch das Wasserfass anhängen. Dann können wir auch gleichzeitig Wasser zu den Kühen bringen. Damit da soweit die Versorgung erstmal sichergestellt ist, dann können wir auch gleich gucken, was wir für die Dünger- und die Mistherstellung noch an Materialien brauchen. Und dementsprechend können wir da auch die Produktion befüllen. Ja, für solche Sachen ist der Unimog einfach genial. Kann man nicht anders sagen. So, es ist nur die Frage, wo ist das Wasserfass? Und die nächste Frage ist, haben wir noch Stroh? Wir haben kein Stroh mehr. Gut, das ist schlecht. Das ist schlecht. Wasserfass steht da oben. Und da wir ja kein Missionsstroh nehmen, müssen wir jetzt erstmal ausharren, bis unser Hafer reif ist. Ganz einfach. Aber ja. Es kommt wieder mal ein Aber. Wir sind erstmal für heute fertig. Ja, man mag es nicht glauben, die Zeit ist schon wieder um. Morgen geht es aber weiter mit einer neuen Folge. Wäre schön, wenn ihr dann auch wieder einschaltet. Bis dahin, macht es gut und tschüss.